So. So. Und jetzt gib mir bitte einen Raum, wo Hühnchen sind. Weil mit 500 Gold nach Hause zu kommen, wäre ein wenig... Oh, 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 oh. Albern. Ganz schön viele Kronleuchter hier. Oh, und du zuckelst schon so komisch. Ui. Ja, 680 ist ja schon mal besser. Oh, Hühnchen. Nein, warum zur Hölle? Ist in die Decke geglitscht. Gegen dieser komischen Hühnchenparanoia. Das finde ich nicht schön. Der ist jetzt schuld, dass wir sterben werden. Irgendwann. Demnächst. Hm. Oh. Oh, oh, oh. Hey, hat er gerade vorgehalten? Es sah ein bisschen so aus, wenn er zielen würde, wo wir hingehen werden und da dann hinschießt. Das ist natürlich auch ein fieses extra Ding für die New Game Plus Plus. Und schon wieder ein Hühnchen. Ich sehe dich da durch die Wand glitschen. Ja. Also, dieses Hühnchen-Dingens sollte ich versuchen zu vermeiden. Weil so klappt das echt nicht. So, kaputt. Jetzt gib mir meine 1000 Goldmünzen. Ich glaube, wir hatten jetzt schon 2, 3 Leben, wo wir das nicht zusammenbekommen haben. Was echt nicht angehen kann. Oh. Du triffst mich nicht. Wow. Kaputt, kaputt, kaputt. Nee. Ja, wir haben noch kein Magie Plus erforscht. Das ist okay. So. Da ist ein Hühnchen. Au. Also. Ist ja nicht so, dass wir bei dem Versuch, das Hühnchen zu fangen, mehr Schaden genommen haben, als das Hühnchen uns gebracht hat. Aber hey. So, kaputt. Auf. 1010. Sehr schön. Aber hier ist noch bestimmt ein bisschen mehr zu holen. Oder auch nicht. Nur Kleinkram. Oh, sehr schön. Lebenspunkte Mana und 2 Truhen mit Gold. So, 1420. Und der Wald. Ganz kurz reingucken, ob sich irgendwo eine Truhe anbietet. Ja, da. Kommen wir noch nicht ran. Und ich glaube, das Gebiet lasse ich hier mal. Oh. Ja, nee. Weg, 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 weg. So. So. 30 Münzen und Mana-Trank. Ah, nee, nee, nee. Grüne Plattform und viele Stahlkugeln und Gegner sind keine gute Kombination. Oh, das war schön ausgewichen, ohne wirklich versucht haben auszuweichen. Versucht zu haben auszu... Oh Gott, verdammt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Glücksspiel... Ich sage immer Glücksspiel nein, aber vielleicht gibt es irgendeinen Erfolg für Glücksspiel und den will ich haben, wenn es ihn gibt. Also 25% des Goldes. Jo, ist immer noch mehr als 1000. So, und komm schon. Ja, ein Glück gehabt, sehr schön. 2528 Gold. Und da war sogar ein Diamant bei. Den haben wir das erste Mal gesehen bei, ich glaube, einem Boss. Oh. Ah, Ritter brauchen jetzt schon 2 Schläge, die hier auch. Kaputt. So. Charon, bist kein Dummwas. Und schon wieder dieses kein Springen-Ding. Gibt es irgendwelche Hinweise, wo es weitergehen könnte? Da, wo keine Regale sind vielleicht? Nein. Okay, links weiter. Na komm, hoch. Zing, zing, zing. Und ein Tagebuch. Ich fühle mich so mächtig und es fühlt sich an, als wenn das Schloss für mich gemacht wäre. Ja. Das wird die Fontäne sein. Zing. Die ihnen das einredet. Spuck.
Spock. 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 Und weg. Hölle. Ja, und ein Teleporter. Oh. Können wir hier irgendwas kaputt machen? Ein bisschen Gold bekommen? Da ist schon mal ein garstiges Auge. Ah, ein paar Münzen haben wir bekommen. Oh. Aber auch ein Treffer. Also weg hier. Hopp, hopp. Es gibt noch einen Raum vielleicht unten rechts von uns, jetzt gerade, wo es angezeigt wird. Aber das zählt für mich nicht. Also sind wir fast mit dem Dingens durch. Hier im Wald war der Raum mit den grünen Springplattformen, den Stacheln, das will ich auch nicht. Also gut, wir versuchen hier einfach noch irgendwas zu bekommen. Wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Ja, nee. Sir Fullop wurde von einem Gravisor umgebracht. Das klingt auch komisch. Oh, und ganz knapp eine Reihe nicht vollbekommen. Das ist schade. Na gut, wir haben einen Shinobi, der nichts Besonderes macht. Ein Magier und einen Knappen. Ja gut, dann halt den Shinobi. Und mit dem versuchen wir jetzt irgendwas Extravagantes, also in der Hölle was zu machen oder so. Was brauchen wir noch? Den Mineur freizuschalten wäre vielleicht ganz sinnvoll. Der war irgendwo hier in der Richtung. Jo. Da, meiner. Aha. Und mehr Gold. Sehr schön. Flupp. Ist zwar jetzt nur 10%, aber da wir es schon relativ früh freigeschaltet haben, dürfte sie das mit der Zeit ganz schön rentieren. So, also welcher Shinobi? Du willst jetzt direkt in die Hölle, in den Wald oder in den Maya-Bereich. Weil du da wesentlich besser für zurecht gemacht bist. Weil hier im Anfangsbereich wird sogar ein Barbar alles one-hitten können. Und das ist ein bisschen sinnfrei. Aber ja, so Wald oder Maya wäre vielleicht ganz gut. Ich denke, in der Hölle würde er nur 3 Treffer aushalten, wenn überhaupt. Oh. Ah, ja. So. Schon mal 200 Gold zusammen. Hops. Und du bist keiner. Aber das ist verdächtig hier. Und gleich noch eine Kiste. Okay. Will ich nicht meckern. 540 hätte er schon mal. Also ja, Shinobi. Sehr interessant. Vor allem hat er auch meistens Glück. Ich habe das ziemlich häufig mit dem Shinobi, dass ganz skurrile Sachen passieren. Und er recht viele Truhen findet oder 2-3 Meter in der Hühnchen, all so ein Gedöns. Oh, und hier ist ein Secret. Und mal ein anderes als sonst. Okay. Schub, schub, schub. So, einmal einen Bogen rum. Hier runter. Und das war schon wieder ein neuer Raum. Den hatten wir so in der Form auch noch nicht. Sehr schön. Immer wieder Überraschungen. Das macht das Spiel interessant. Was haben wir da? Nichts. Zing. Die Truhen sollten wir aber schon noch mitnehmen. Gerogon. Die Statuen kannst du ruhig stehen lassen für später, aber das Gold. Ja. Oh, nee, 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 nee. Da will ich nicht hin. Hier könnte es zum Wald gehen. Oh. Oh. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, Schleim. So, und die Schleimbe bewahre ich mir für später auf. Weil die ja mit jedem Unterschleim auch nochmal Lebenspunkte geben. Du siehst irgendwie komisch aus. Chaintus. Oh.
Wow. Zwei Treffer waren das, glaube ich. Und die Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Ding. Also zurück. Oh. Und die bringen uns ja keine Lebenspunkte, weil wir noch kein Dingens haben. Ja, das verdränge ich immer irgendwie. So, wie hätten wir den anderen Teleporter? Und zwar den hier. So. Hätten wir gern dich. Und dich. Und sonst hatten wir nichts mehr. Okay, dann teleportieren wir uns zurück zum Eingang. Gehen nach rechts, gehen zu dem großen Hauptraum und versuchen von da aus nach oben zum Maya-Gebiet zu kommen. Und da dann das Maya-Hühnchen abzugreifen. Das hier wäre der große Hauptraum. Wow, 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 wow. Hast du mal viele Gegner? Dementsprechend viele Geschosse. Okay, das Gröbste haben wir. Abgefahren. So, du noch. Mann, Mann, Mann. So, was kriegen wir? Eine Sprintrune für Embracer. Ja, nö. Wobei mir einfällt, nächstes Leben müssen wir unbedingt die Blutrune für den Helm freischalten. Das haben wir so dezent verdrängt. Noch eine. Aber das tue ich mir, glaube ich, mit meinen vier Lebenspunkten gerade nicht an. Da versuche ich lieber erstmal das Hühnchen oben bei dem Maya-Gebiet zu bekommen. Und dann können wir dann zurück. So, hoch. Ja, sehr schön. Du mit kurz hochschielen. Du bist keine richtige Truhe. So. Weg, 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 weg. Und jetzt die Herausforderung links. Da. Alle Gegner besiegen. Jo. Jo, was war das? Die Guardbox. Schade. Aber mehr als eine Reihe und einigermaßen Gold. Barbarenkönig. Paladin, sehr flexibel. Und weitsichtig. Kurzsichtig. Nee, dann halt den Paladin. Jo. 1900 reicht nicht für das zweite davon. Die magischen Schaden erhöhen, nö. Hegel mit ihm. Sollten wir auch möglichst früh nehmen. Ja, komm. Einmal das. Und falls wir den Lich King jetzt freischalten können, will ich ihn nicht freischalten. Shinobi, damit er sein Baumdingens da machen kann. Weiß nicht. Das Baumdingens vergesse ich genauso häufig wie das vom Paladin das Blocken. Und wir haben da keinen Doppelsprung mehr. Oh, das ist ärgerlich. Wir brauchen den Doppelsprung, sonst kriegen wir viel zu viel Schaden. Menno. Was mit dem Blutschwert? Ein Paladin müsste es okay sein. Kostet 500. Können wir nicht ausrüsten, weil es zu viel Gewicht braucht. Kommt immer mehr Kleinkram zusammen. Und 550 Gold. Ach, wir haben nur 51. Ups. Ja, okay. Für 51 können wir garantiert nichts kaufen. So. Ja, wir konnten 4 Münzen heraushandeln. Sehr schön. Das wird jetzt den Unterschied schlechthin ausmachen. Zwei Hühnchen im ersten Raum. Ich wüsste nicht, was beleidigender sein könnte von dem Macher des Dungeons. So. Ein Charon. Ne, Quatsch, ein Doomwass. Jetzt nenne ich die Doomwasser auch schon Charon. Beide gleichermaßen fast. Hops. Oh, sehr schön. Zing, zing. Oh, oh, oh. Wo kommst du no mehr? Okay. Zing, 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 zing. Ich guck erstmal nach. Oh.
Typen. Alle hopp. Ja. Dich kaputt. Dich kaputt. Du kannst wieder durch die Wand schießen, du elender Cheater. Ist ja nicht so, dass wir genau das gleiche zurückgemacht haben. Ah. Oh, so. Ja, dich nehmen wir mit. Den Mana-Dingens lassen wir da und wir schielen ganz kurz hoch. Ob hier irgendwas ist, was wir kaputt bekommen. Dich kriegen wir auf jeden Fall kaputt und dich auch. Also lass gefälligst Münzen da, sehr schön. Dich kriegen wir auch kaputt. Dich genauso. Sehr schön. Ja, doch, lohnt sich. Oh, bei dem müssen wir nur vorsichtig sein. Wie bei eigentlich allen Gegnern, aber ja. Dann kommen wir hoch, Feigling. Feigling, Feigling.